Ich habe dieses Gefäß entwickelt. Das heißt Fulonum. Es ist ein Kit. Es setzt sich zusammen aus diesem Gefäß mit der Halterung und der Mischung hier aus Tonerde und Kräuter. Das funktioniert so. Diese Halterung wird an der Duschstange angeklebt. Dann kommt das Gefäß, das Fulonum, rein. Es hat hier eine große Öffnung, damit der Urin praktisch gesammelt werden kann. Dann kommt ein Teelöffel von dieser Tonkräutermischung zum Urin dazu. Das wird fest verschlossen und gut geschüttelt. Und dadurch verfärbt sich dann der Urin in diesem Braunton, wie auch die Halterung und der Dosierkopf haben. Und da erkennt man, dass der Urin vollständig in Seife verwandelt ist. Der Urin schäumt dann auch ein bisschen auf, bekommt einen angenehmen Duft und lässt sich dadurch hier durch die Öffnung auf dem Körper verteilen und als Seife verwenden. Als ich damit angefangen habe, mich mit Urin zu waschen, da habe ich in ein Glas uriniert, das glasklar, natürlich durchsichtig war. Und da habe ich selber bemerkt, dass das ein gewisser Ekel auslöst bei mir, weil ich diesen Urin einfach sehe, weil ich genau weiß, das ist Urin. Bevor ich mein Gefäß entwickelt habe, habe ich den Urin in herkömmliche Shampooflaschen abgefüllt, die keine Transparent haben. Und so merkte ich bereits, dass durch das, dass ich den Urin nicht mehr sehen kann und er sich in einer Shampooflasche befindet, hatte ich automatisch viel weniger das Gefühl, dass es sich um Urin handelt. Diese Form, die ich dann entwickelt habe, habe ich dann zu Hause mit meinem 3D-Drucker gedruckt. Es war für mich jetzt gerade während der Corona-Krise einfach die einfachste Art, vorwärts zu kommen und selber Verschiedenes ausprobieren zu können. Und es ist ja auch eigentlich gar nichts Neues, dieser Urin, weil der Urin wurde schon im Altertum von den Römern bereits verwendet, um die wollenen Togen der römischen Elite zu waschen. Die haben da aus Urin eine Art Lauge, eine Art Waschmittel hergestellt, gemeinsam mit Seifenkraut, Tonerde und Asche. Ich möchte natürlich so viele Menschen wie möglich davon überzeugen, dass Urin sich für die Körperpflege eignet. Mir geht es nicht in erster Linie darum, dass sie mein Produkt kaufen, dass sie meine Mischung haben, sondern mir geht es vielmehr darum, eine Wertschätzung für den Urin zu generieren, ihm Akzeptanz zu geben. Und ich freue mich auch schon darüber, wenn jemand in ein Glas pinkelt und sich damit duscht. Also ich glaube, mein Produkt soll vielmehr den Weg ebnen für den Urin und für das Bewusstsein, dass es auch Alternativen gibt zu den herkömmlichen Seifen und Duschmitteln. Thank you.